Let me at it. Okay. Wir sind hier. Ich hoffe, ich mache da nicht alle aufmerksam auf mich. Wo ist denn der Kobotasch? Wo steckt denn der? Warum können wir hier runter? Wozu? Können wir hier lang? Sag nicht, ich da ist, gab die ganze Zeit den. Die Option des Hintereingangs. Dann müssten wir das mal ausprobieren. Und die große Preisfrage ist jetzt, wo ist Gotage? Hier ist er nicht. Sein Thron sitzt da auch nicht. Na, die Tür ist nur Schmuck. Okay, hier geht's eventuell hoch. Stahlwächter, oha. Hotfoot, place is trapped. Benutze mal Karlachiats Speerum. Oha. Was nur die drei sind. Versuch mal zur Tür zu kommen. Oh ja, hier sind wir richtig. Ich würde eigentlich gerne noch mal versuchen, ob wir hier. Wenn es nicht klappt, müssen wir halt noch mal durchschleichen. Ich würde gerne noch mal den Hintereingang. Vielleicht können wir mit dem ganzen Team hier durch. Ich habe da eventuell was entdeckt. Fehlschläge, die liebe ich ja besonders. Ah, das ist der Haupteingang vorne. Schade, dann müssen wir nochmal neu laden. Gibt's unten? Ich habe hier hinten einen Weg. Alleine schafft das keiner für mich. Wenn es den Weg nach hinten durchgeht, ich würde es so gern versuchen mal. Das sah sehr scharf nach einem
Hintereingang aus. Wenn wir das Niki reinkommen. Ich glaube nicht, dass Kalaris gegen drei. Der Stahl einfach nur alleine schafft. Eine, da möglich, aber drei. Wie kann er durch eine verschlossene Tür schießen? Einfach reingerannt. Ich hätte speichern sollen, als ich durch war, als ich im Hinterraum war. Ja. Ich renne mit Kalach da nochmal durch. Schauen wir mal den Hinterdurchgang an. Und wir kommen zum neuen Part, by the way. Bis da wirklich einen Hintereingang gibt. Und die Halle, wo wir gerade waren, das habe ich erkannt. Das Tutorial ist, da müssen wir hin. Und wenn nicht, sneak ich mich damit Kalach irgendwie durch. Und besiegt den Gortasch mit Kalach alleine. Was schwierig wird, aber nicht unmöglich. Das ist so, den Trank hier. Gebe ich auch mal hier den Heilungstrank mit. Unsichtbar und rein mit uns. Ist durch hier ohne jemanden anzuecken. Macht Tür zu. Noch sind wir ein bisschen unsichtbar, aber nicht mehr lange. Hier einmal Spiel speichern. Sehr interessant hier gerade. Wo waren die Jungen, die ich gerade gesehen habe? Und die waren dort drüben, hier. Geht da runter? Müssen wir mal probieren. Ach du heilige Scheiße. Wie ist das jetzt passiert? Wenn ich da nur nachholen kann, das wäre natürlich genial. Wenn ich das irgendwie hinkriegen würde.
Mit F8. Und da wird aber genauso lange. Aber ich habe die Befürchtung, dass ich diesen Spielstand eh verbuggt habe. Einfach weil die Zugbrücke dort hinten in der Unterstadt wahrscheinlich zur Oberstadt führt. Das war ein sehr guter Treffer. Weil die Zugbrücke nicht runtergelassen wird und ich da sonst nirgendwo lang komme. Es da ein paar Quests gibt, die wir dafür machen müssen, damit die Zugbrücke runtergelassen wird und ich glaube, da haben wir alle von verspielt. Ich versuche noch irgendwie Wege dazu zu finden. Gott, das kriegen wir jetzt hier eventuell besiegt. Und 50 TP weg ist es. Meine, gibt es hier wirklich einen Weg herum? Wurzeln. Mal schauen, wo wir rauskommen. Und das Team vielleicht doch noch mitnehmen. Jetzt hier irgendwo eine Höhle oder so. Ich schau da mal. Ein Toter. Oha. Wo sind wir hier? Über den Seeweg bringt uns aber nichts. Da jetzt runtergehen. Geklüfteter Fels. Riss in der Gefängnismauer. Oha! Also, wenn das der Weg ist. What is it? Und dann Shortcut aus dem Gefängnis zum Gotha-Store gibt. Juhu, dann haben wir das Ding. Würmfels Gefängnis. Wand.
Feuermobilität, Energie. Energieschaden gegen diese Kreatur ist verdoppelt. Die Resistenz in der Bombe bräuchten wir halt. Wie springen wir das jetzt auf? Oh, hier im Lager oder was? Haben wir hier irgendwie eine Bombe mit dabei? Ich kann mich daran erinnern, dass wir Bomben hatten. Und Energie. Eine Energiebombe hier irgendwo. Ein Gel irgendwie Energie. Das ist gerade wuchs nicht im Kampf, während ich nachgucke. Da muss ich mal gucken. Irgendwie müssen wir uns die Mauer zurückbringen. Energieverwundbarkeit. Was tut man da? Ja, hier im Tutorial, das ist genau diese, so eine Wand. Nicht diese, aber so eine. Und den Diebschaden. Und was bedeutet Energieschaden? Nicht hilfreich. Da will mir nichts helfen. Trial and Error, würde ich sagen. Wir wissen, wo das ist.
Hat man das gerade jetzt nicht versucht, irgendwo rein zu latschen und da unten auf uns wartet. Mal schon, wo Kalach ist. Sie wartet geduldig. So, wenn sich alles täuscht, muss das irgendwo hier sein. Immediately. Warte, wir haben Kalach auf der Karte. Mit Raphael. Was treibt denn Raphael dort? So, da ist Kalach hinter dieser Wand. Sagt diese. Oh, genau so. Dach gerade. Wir brechen mal hier aus dem Gefängnis aus. Na dann, Kalach kennt den Weg. Jetzt mal eine kurze Rast. Better than nothing. Kalach darf ich mal anführen. Schafft ihr es hinterher? Wenn ihr noch einen kleinen Quasit jetzt irgendwie aus der Lampe schafft. Oh, I could go for a good meal. Let's see. So, raus hier. Das könnten wir so über die drei Steuerbahnen schaffen. Wenn wir zum Team hier durchkommen. So, hier ging's lang. Let's go. Dame Freda. Ist leer. Yoink. Ein kleines Hut. Ja. Klein wenig trifft es sehr. So hoch hier. Ich glaube, der Gotthard sollte mal auf seine Festungsanlage gucken.
den direkten Weg aus dem Gefängnis zu seinem Arbeitszimmer hat. Es ist ein bisschen. Da hat er Tonnen. Da hat er tausend an steilbaren Tonnen bestimmt auf. Aber. Aber was hilft ihm das, wenn er hier einen Hintereingang zum Schluss hat? Jetzt müssen wir gleich mal sehr sneaky sein. Danach kommst du auch noch. Mädchen. So, hier würde ich mal gerne speichern. Falls noch was passiert. Tun wir neu laden. Das ist gerade echt geil. Long and low. Das, was hier so einfach durchschaffen. Schließt mal einer die Tür. Nicht, dass irgendwelche NPCs noch auf die Idee kommen, was zu wittern. Komm, ihr könnt alle hüpfen. Zu hoch. Seit wann? Ach, jetzt haben wir hier wieder dasselbe Problem. Ist mein Charakter so blöd zum Springen? Erzähl mir nichts. Gerade mit zwei hochkommst. Kannst du jetzt weniger hochspringen als die anderen oder? Manchmal ist das so. Und hat das Spiel so seine Phasen. Ready for some good news. Meine besten beiden sind oben. Macht Hops. Keeping low. Yes. Kannst du nicht sogar fliegen? Wenn mein eigener nutzloser Charakter da unten bleibt. Ja. Okay, ich gehe noch mit oben. Nordrang des Fliegens. Nun, du hast hier noch einen Trank des Fliegens. Jetzt ist da hochfliegen. Nicht erreichbar. Geil. Wozu? Sehr schön. So können wir vielleicht den Eintrag noch abgeben.
Sehr schön. You're making me sweat. An der Sneaky. Hoch hier. Wir wirklich nichts riskieren. Oha, da ploppen die Wachen auf. Als ob. Das war ja sowas von klar. Na, die drei Wachen schaffen wir noch. Zu viert gegen die drei Wachen. Ich find's lustig, wie manches hier nachlädt. Ich hoffe, Gottes hat hier dann keine Zeit Nachschub zu holen. Sehr schöner Treffer. Hinten mal schon mal Vorarbeit machen. Nee, kann man nicht. Mehr retten. Uff. No time to waste. Das Effekt der Stahlwachen, dass die nicht. Dass die explodieren, das ist schon etwas nervig. Deckung gehen. Und auf mich selbst. Explosion immer. Ja, das sieht trotzdem sehr gut aus, aber. Sehr schöner Fehlschlag. Okay, die haben wir aufgeräumt. No one back home will ever believe this. Definitiv nur kurzer Rast. I'll feel that one later. Okay.
gesagt, wir können uns eine ganze Karlach bauen. Wenn wir hier raus sind. Stallwachen. Ich gehe so viel mit. Wow, dass wir das geschafft haben. Wir müssen hier ein paar Fallen schärfen. Ich spreche hier nochmal, obwohl nicht sein muss. Doppelt speichern hält hier besser. So, Herr Fürst. Time to press ahead. Das ist der Gute. Der Stahlwachen dabei. Was auch sonst. Ich sehe hier eine Stahlwache. Zwei Kämpfer. Drei Kämpfer. Und Gortasch. Okay, Karlach stürmt auf Gortasch zu. Und der Rest versucht irgendwie making me sweat. Der Rest versucht hier durchzukommen. There we go. Hallöchen. It's hard to keep a good woman down, isn't it, Carl? I don't know. You managed it for a solid decade. I never meant to harm you, dear. Merely to help you realize your vast potential. You sent me to the hells. You let Zariel take my heart. As though any of it was yours to give away. Come here and stir. The greater good, Karlach. Something I wouldn't expect you to understand. You feel no regret, do you? All right. How about fear, then? Oh, you do quite misunderstand. I've already made a deal with your companion. We need each other. Do we now? Haben wir das? Ganz gut, Karlach gegen die Stahlwache kommen wir nicht weiter. Sehe ich anders. Ist nicht so schnell, wir konnten unsere Abmachung göttlich nicht einhalten. Wir sollten unsere einhalten. Macht euch darüber keine Gedanken, göttlich. Wir haben von euch genug gehört. Du hast genug gehört, angreifen. You can't escape me. Wherever you go, I'll find you. Du bist sowas von tot. Auch der kleine Stahlwachchen. Da haben wir schon Schlimmeres gemacht. So, let's go, Karlach. Auf ihn mit Gebrüll. Nicht schlecht. Oh, verdammt. Best be on my way. Kritischer Fehlschlag. Das ist die Stahlwache fast da unten. Süß, diese Stahlwachen. Wenn sie nicht zu viel zu 100 sind. My path be true.
Achtung, hier sind ein paar Bomben. Genau diese. Danach geht's noch relativ gut. Deswegen. Wo ist Gotash? Hat er sich verwandelt oder was? Ah, ja. Treffer, jo. Und noch ein. Heilung. Nichts, was wir nicht schon überstanden hätten. Ein Escher. Das ist das Ding hier. Da sind wir aber zum Glück nicht. Oder das Ding. Dann ist ein Karnach mal wieder dran. Mein Charakter ist leider am Sterben. Die Zeitung auch ein bisschen schlecht. Oh Gott, mein Charakter ist tot. Ich muss die Gotash besiegen. Was zum Fick? Habe ich vielleicht ein bisschen unterschätzt. Müssen wir vielleicht gleich nochmal rein. Und großartig. Sieht gerade nicht so gut aus. Und Kalach kann noch viel machen. Die müssten ja weg sein, sobald Gotash weg ist. Und Kalach ist gleich weg. Ach du heilige Scheiße. So viel dazu. Aber den Kampf schaffen wir noch. Im zweiten oder dritten Versuch irgendwann. Müssen wir auf unsere Teammitglieder achten. Sieht gerade tödlich aus. Müssen die Kontrolle verloren. Wir müssen Gotash besiegen. Bevor der sich mutieren kann oder so. Da waren wir gut dabei, aber ich habe halt nur Kalach angreifen lassen. Das war ein bisschen gefährlicher. Alle auf Gotash erstmal. Ja, wir müssen definitiv nochmal neu laden. Ein Fehlschlag.
not take me. Den wurde schon ein bisschen unterschätzt. Aber wir haben den schon ordentlich down gekriegt. So ist es nicht. Jetzt auch noch Fehlschläge. Na komm. Zweiter Versuch. Erstmal auf Gortash und die Stahlwache. Obviously. Die Stahlwache. Die eine. Gortash ist hier unser Problem. Seine Bedeutung im Kampf habe ich hier beim ersten Versuch ein bisschen unterschätzt. Wenn Netze sich noch auf ihn stürzt und Gale vielleicht den einen oder anderen Zauber abfeuert, kriegen wir Gale als erstes tot. Gale, nicht Gortash. Jetzt müssen wir leider die Zwischensequenz nochmal im Dialog mit ihm aushalten. Und wir skippen den, indem wir einfach angreifen. Okay, das gibt ihm doch nicht. I don't know. I never. You said. You feel no. Oh, do we now? You can't escape me. Ich finde, wir müssen erstmal nachladen müssen. Wow. Diese Angriffe. Das war beim ersten Mal nicht so. Was zum Henker. Geht hier gerade. Das sind die Bomben, die explodiert sind. Naja, manchmal hat man hier einen. Wow. Okay, wir können gleich neu laden. Das war ja scheiße. Die hätten wir schon gebraucht, immer wieder verstümmelt. Wix unterbrochen, ah geil. F8 war's. Ich habe Angst, die Taste zu drücken. Könnten Shortcuts drauf sein. Ja komm, das war jetzt wirklich. Das war lächerlich. Einen Versuch starten, wo nicht gleich mit den schlechtesten Karten dastehen. Vielleicht kann ich ja wieder im Dialog was machen. It's hard to keep a good woman down, isn't it, Carl? I don't know. You managed it for us. Repositioning. Ach, Nina ist auch im Gespräch. Das ist schlecht. Natürlich zuerst auf Karnach.
Hier sind unsere Bomben. Over there. Immobilien, ja toll. Gerade Karlach. Muss Lezi gewonnen werden. Breathe deep and move. Sie ist zu weit entfernt, sich anders. Na komm, auf ihn. Man kann auch so angreifen. Na komm, bringen wir ihn down. Bevor er wirklich was tun kann. Tun wir uns dann um die Steilwache. Blöd, dass Karlach hier rumsteht. Blöd, dass wir die Stahlwache gerade nicht angreifen können. Nicht gut. Den Kampf müssen wir doch irgendwie schaffen können. Lezi braucht gerade Heilung am dringendsten. Das ist aber nicht ehrlich, mal getroffen haben. Jetzt hatte diese Panzerung, die wir halt nicht aufgehoben bekommen. Konfuzio. Sag Konfuzio. Ach du Scheiße, was zum... Das war eine Bombe. Jetzt haben wir keinen Heiler mehr. Vielleicht können wir die aufheben. Verdammt, Mann. Ein Fehlschlag.
Eine schwache Stahlwaffe ist erstmal gut. Na toll. Komm halt durch. Oh nein. Vom Schild. Der ist doch fast schon down. Ich muss noch irgendwie. Blöd, dass wir jetzt seine Rüstung durchdringen müssen. Nach. Wenn wir rein Charakter wieder überleben, ist mir auch ein Rätsel, um das ich überleben. Verdammt, scheiße. Mitte. Wir sind am Arsch. Ein toller Versuch. Die Stahlwache steht noch, deswegen sind wir gefickt. Oh Gott, da steht auch noch. So verdammte Rüstung. Die wir nicht durchkriegen. Nice try. Ey, ich versuche das nochmal. Die Zeit muss aufscreen. Das kriegen wir schon hin. Der Kampf ist schaffbar. Ja. Vielleicht versuchen wir mal. Nee, Karlach ist mit im Gespräch drin. Karlach können wir da nicht raushalten. Wir müssen G und Kletze gut positionieren. Karlach hat ja was Persönliches mit ihm zu regeln. Das ein bisschen abkürzen, die persönlichen Regelungen. Indolence breeds madness. Quickly then. It's hard to keep a good woman down, isn't it, Carl? I don't know. I never meant to harm you, dear. Merely to help you realize.
Ja, fantastisch. Den ersten Schaden. Aber der eine Schuss weg. Nicht gut. Noch nicht der Kassierer. Muss mich ein bisschen bewegen. Kritischer Treffer. Mist, ein Fehlschlag. So viel Schaden wie möglich in der ersten Runde zu fügen. Oh nein, die Bombe. Und Karnach müssen durchhalten. You chose to suffer. You chose to die. Ja, zwei Bomben vor ihm. Nicht gut. Und jetzt wird er groß. Ja, verdammt. Das war nicht schlecht. Ich muss hier von den Bomben weg. Blödsinn, wir brauchen Heilung. Denke ich auf mich selbst, aber... Was? Ich muss diesen Blechhaufen irgendwie down kriegen. Seine Rüstung, ey. Oh, da dürfen die anderen zwischendurch angreifen. Bisschen unfair. Was zu Henker? Diese vier Schläge. Es hätte besser sein können. Er ist ein heftiger Kampf, ist aber auch ein Bosskampf. Wenn er zu einfach wäre. Ne, spielen wir am leichtesten Modus, das muss man bedenken. Das ist ein bisschen. Uff. Stahlwache ist nicht das Problem. Die kriegen wir. Aber ja.
Was ist mit meinem Charakter los? Im nächsten Run nehme ich einen Barbar. Was passiert denn hier gerade mit Carla? What? Vielleicht mal eine Runde nicht angreifen kann. Kleinen Gegnerin, die unterschätzen wir auch sehr viel. Manifestation der Tyrannei, das ist auch so ein bisschen. Oh oh, ein Erscher. Der ist am Arsch. Und nicht ganz. Komm, Karnach. Darf ich mal? Oh nein, Karnach. Soll ich den Angriff als Karlach verbraucht? Ist nicht gut. Mit ihr am Arsch. Komm, explodiere Stahlwache. Da müsst du Gortasch mit drin sein. Shit. Was vielleicht doch noch hin? Die Hoffnung ist sehr gering, aber ohne Heilung. Mit den zwei Monstern hier noch. Na, das wird nix. Hat er noch seine Rüstung? Oh, verdammt. Du kannst nicht mehr heilen. Aber es war ein sehr, sehr guter Versuch. Ein sehr, sehr, sehr guter. Schaut euch an, was wir hier haben. GG. Das war echt nicht schlecht. Ich werde es auch noch ein bisschen versuchen. Bis zum nächsten Mal. Jetzt habt ihr gesehen, das Spiel ist schaffbar. Der Kampf ist schaffbar. Let's go. Besiegen wir Gortasch. Thank you.